Guten Morgen, heute geht es zum Mammutmarsch Berlin und ich zeige mal, was ich heute dabei haben werde. Ich habe mich versucht zu reduzieren, aber scheinbar kommt doch immer ein bisschen was zusammen. Das Wichtigste, das kleine Mammut, dann das Trophäenbuch, das Ticket und ein negativer Corona-Test, eine Trinkblase, wo ich 3,5, 3 Liter einfüllen könnte. 5 Power Gels, 3 davon mit Koffein und 2 ohne für heute Nacht. Werden wahrscheinlich erst ab Kilometer 50 zum Einsatz kommen. Dann habe ich hier noch ein kleines Corona Care Paket. Das heißt, ja, einmal Handdesinfektion, einmal Wunddesinfektion und eine zusätzliche Maske. Eine Powerbank mit 20.000 mAh. Ein USB-Ladekabel, Batterien und meine Petzval-Lampe, ein Regenschirm und ja, die Wanderstöcke. Ich schätze mal, auf 100 Kilometer werde ich die brauchen. Losgehen werde ich heute mit einer kurzen Hose, Stützstrümpfe und ein T-Shirt. Und als Kälteschutz nehme ich einfach nur eine etwas winddichtere Jacke mit. Ich glaube, das könnte reichen, weil wir heute Nacht ca. 14 Grad haben. Klopapier und ein paar Socken zum Tausch, falls das notwendig sein sollte. Ja, wichtig, Klopapier für die Insider. Genau, wir sehen uns später. Ja, und Zigaretten will ich auch mitnehmen. Ist ja klar. Wir sehen uns nachher nochmal beim Start. Bis dann. So, herzlich willkommen. Heute ist der 2.10.2021 und der Startpunkt hat schon geöffnet. Ja, und in circa 30 Minuten geht's los. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Es gibt 4 Verpflegungspunkte bei Kilometer 17, 38, 59 glaube ich und bei 78. Mal gucken, wen ich jetzt hier noch kenne. Noch ein bisschen die Sachen zusammenpacken und dann sehen wir uns nachher zum Start. Tschüss! Sagt Mammut, ihr sagt? Marsch! Genau, aber ich will es richtig laut hören, bitte. Okay, ich sag Mammut! Marsch! Marsch! Mammut! Marsch! Mammut! Marsch! Marsch! Okay, ein Countdown für euch. 5, 4, 3, 1, viel Spaß! Bis nach Jena! Immer eine sehr coole Stimmung. Ja, und unterwegs gibt es eine kleine Motivation. Sehr schön. Daumen hoch. Sehr schön. Ersten VP sind wir vorbei, nach 3,5 Stunden. Ich habe eine nette Begleitung gefunden. Einmal Jana und? Hallo, Elisabeth. Elisabeth, und mich kennt ihr ja. Jetzt haben wir noch 21 Kilometer bis zum nächsten Verpflegungspunkt.
Ja, und dann beginnt auch so langsam die Nacht, ne? Ich bin ganz gespannt, wie weit wir heute kommen. Ja, so sieht das Ziel aus. Leider habe ich es dieses Mal nicht geschafft, aber so sieht das aus, wenn man nicht mehr kann und nach knapp 20 Stunden reinkommt. Jawohl, ja, Glückwunsch! Ja, guten Morgen. Wir haben heute den 10.10. Eine Woche später nach dem Mammutmarsch in Berlin. Und ja, wie ihr in der letzten Szene schon rausgehört habt, habe ich die Strecke nicht geschafft und musste bei VP2, ja, so nach ca. 39 Kilometer aufhören. Und ich wollte ja mal wieder ein Video hochstellen und jetzt wollte ich noch mal einen passenden Abschluss finden. Ihr fragt euch sicherlich, ob ich jetzt, ja, vielleicht traurig oder enttäuscht oder von mir selbst enttäuscht bin. Und ich muss sagen, das hält sich alles in Grenzen. Also es war eine schöne Veranstaltung und ich habe einen Haufen Leute kennengelernt. Ich bin im Zug gewesen, habe schon mit den ein oder anderen Teilnehmern per Instagram geschrieben und wir haben uns nachher abends noch zum Essen verabredet. Es gab eine schöne Pasta und dann kam noch eine weitere Bekannte aus dem Instagram und die kam auch noch zum Essen dazu und schon unterhalten und wie wir alles machen werden und so. Das war ganz spannend. Auf dem Marsch habe ich wieder zwei Leute kennengelernt. Mit denen habe ich dann die, ja, 40 Kilometer, 39 Kilometer da gemacht. Und ich konnte einfach nicht, weil ich gleich nach Kilometer 10 schon eine Blase hatte, die sich so anfühlte, als wäre sie aufgeplatzt und die Schmerzen waren einfach zu groß bei Kilometer 40. Zu groß, um zu sagen, ja gut, ich mache da jetzt noch 60 Kilometer mit, ne? Also hätte ich die Schmerzen jetzt bei Kilometer 50 oder 60 bekommen, da hätte man noch die Zähne zusammenbeißen können, so wie ihr allen anderen auch alle. Alles war halt einfach zu früh und es war halt dann eben nicht der Tag dafür. Natürlich ist das immer so mit ein bisschen Kosten verbunden. Das Ticket kostet irgendwie 77 Euro. Das Hotel kam 250 Euro. Was noch? Ja, essen gehen. Mit allem Zip und Zap. Da sind wir mal bei 450 Euro für so einen Ausflug. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist doch mega scheiße und dann hätte man das schaffen müssen. Aber wie gesagt, ich habe einen Haufen nette Leute kennengelernt, habe dann noch abends Stefan bei mir im Hotel getroffen und kennengelernt. Mit dem habe ich mich nachher noch 2 Stunden unterhalten, ganz nett. Und der kommt aus Hannover, den werde ich da wieder treffen. Ich habe mich nämlich wieder für den Little Mammut angemeldet. Genau, es war eine Erfahrung und man liest ja oft, dass das erst die meisten beim dritten Mal schaffen und einige schaffen das auch beim ersten Mal. Ich möchte jetzt hier keinen Namen nennen, aber da kommt bestimmt auch noch dem nächsten Video. Ja, dann habe ich noch die zwei Mädels von Expedition Leben wieder getroffen. Das war auch ganz nett. Da wurde ich sogar überholt, was auch nicht schlimm ist. Ja, und so trifft man da einfach wieder ein paar bekannte Gesichter, die man schon beim letzten Marsch in Hamburg kennengelernt hat und ins Gespräch gekommen ist und so entstehen da neue Freundschaften. Also von daher bin ich da gar nicht so sehr traurig darüber, dass ich es dieses Mal nicht geschafft habe. Ja, wie wird es weitergehen? Ich habe mich schon für den Little Mammut in Hannover angemeldet, auf die 55 Kilometer und nächstes Jahr im Februar für den Little Mammut in Hamburg auf die 42 Kilometer. Warum auf die 42 Kilometer? Weil ich einen Freund
quasi dazu eingeladen hat, sich mal zu probieren. Und dann möchte ich denen nicht gleich die 55, auferlegen oder zumuten quasi, ne? Genau, und wann werde ich den nächsten 100er probieren? Ich habe mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Und erst wenn ich selber eine Strecke von, ja, in den Trainings von so, ja, ich sag mal, 70 Kilometer geschafft habe, 70, 75 Kilometer, dann werde ich mich am nächsten 100 Kilometer Marsch probieren. Das hört sich jetzt vielleicht so an, von wegen, das sind ja nur 25 Kilometer mehr, ne? Aber wenn man drüber nachdenkt, heißt das, dass ich von diesen 75 nochmal 25 oben drauf legen muss. Das wäre immer noch eine Steigerung von, ja, 33%, so, ne? Also das sind alles keine kleinen Hausnummern. Das darf man nicht vergessen. Man ist dann schon bei 70 eigentlich so an seiner, ja, Grenze, möchte ich es mal nennen, ne? Oder, und die muss man dann nachher noch um 30% überschreiten. Das ist schon eine Herausforderung. Nur weil man schon 70 vielleicht geschafft hat, heißt das nicht, dass die nächsten 25, 30 Kilometer deswegen einfacher werden. Ich denke, das ganze Gegenteil ist der Fall. Ja, und so freue ich mich jetzt einfach auf die nächsten zwei Veranstaltungen. Ich werde weiter so am Ball bleiben. Zweimal in der Woche eine kleine Runde zu drehen von so 15 Kilometer. Und einmal, je nach Wetterlage, um die 40 bis 50. Und dann sehen wir mal weiter. Ich bin jetzt gerade noch hier zu Besuch in Bayern. Und werde mal gucken, was ich jetzt noch die letzte Urlaubswoche so mir vor die Brust nehme. An Wanderung. Und vielleicht schneide ich da wieder ein kleines Video mit. Wenn ihr mal irgendwelche Wünsche vielleicht habt oder Anregungen zum Kanal, dann schreibt es gerne unten in die Kommentarbox. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich mir noch so eine schöne Action-Kamera hole. Wahrscheinlich die Osmo Action 2. Da werde ich demnächst mal zuschlagen. Genau. Und ich habe, ich hoffe, ihr habt trotzdem viel Spaß am Video, auch wenn ich es nicht geschafft habe, diese 100 Kilometer. Aber jetzt, ich denke, das ist einfach nah an der Realität. Und genau, warum soll ich euch dann künstlich was vormachen? Was halt zu berücksichtigen ist, ja, das ist alles ein bisschen mit Kosten verbunden. Und vielleicht sollte man das Training im Vorhinein ein bisschen ernster nehmen. Andererseits möchte ich euch empfehlen, da nicht nur den absoluten Leistungsdruck walten zu lassen, sondern einfach Spaß an der Sache zu haben. Und für mich war dieses Mal der Spaß, die ganzen Leute wieder zu sehen. Ich bin dann den nächsten Tag auch zum Ziel gegangen, um einfach die anderen Teilnehmer auf die letzten Meter zu begleiten, beziehungsweise anzufeuern und zu gratulieren, weil es einfach, denke ich, eine nette Geste ist. Umso mehr Teilnehmer, das am Ziel nachher stehen und warten und applaudieren, umso stolzer ist nachher jeder einzelne Läufer auf sich. Und das finde ich einfach eine tolle Atmosphäre beim Mammutmarsch. Dass das so eine Art, ja, kleine Familie ist. Wobei die Familie ja auch nicht mehr so klein ist. Das sind ja auch schon wahrscheinlich mehrere tausend Leute, die das immer wieder machen. Aber auch da finden sich immer wieder Krüppchen, die sich dann zu so einer kleinen Gemeinschaft zusammenschließen. Ich bleibe am Ball. Ich freue mich auf euch. Ich danke euch für eure Zeit jetzt beim Video. Und hoffentlich konntet ihr wieder was mitnehmen. Genau. Und wenn ihr Vorschläge habt, meldet euch. Schreibt mir einfach was in die Kommentarbox. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.